dieser Weg wird kein leichter sein, singt schon der Safer Nainu. Und diese Frage stellt sich auch uns manchmal, dass der Weg nicht einfach ist. Keiner weiß, wo es hingeht. Und diese Frage stelle ich mich auch letzten Jahres. Da wusste ich nur, ich muss weg. Man sollte irgendwann mal, man sollte einfach mal abhauen, man sollte pilgern, wandern, weg. So wie es der H.P. Kerkeling schon vorgemacht hat, viele von uns haben das Buch gelesen, ich auch. Irgendwann sollte ich auch mal los. Ich bin ein Fahrradfahrer, deswegen habe ich mich informiert, wie das mit Fahrradfahren klappt. Aber irgendwann mache ich das. Also irgendwann. Und plötzlich war das dann so, dass es warten genug war. Ich fragte meine Frau, ich kläre das ab im Betrieb, klappt das, kann ich abhauen. Ich muss 2 Wochen weg. Und dann habe ich mir ein Zelt gekauft, einen Pilgerpass besorgt und die Route guckt, wie es lang geht und bin dann am 1. August einfach aufs Fahrrad und los. Das war die erste Route von Aalen. Das Pilgern fängt zu Hause an, direkt vor der Haustüre. Und ich habe dann in Bartholomä auf Lay die erste Symbole gefunden und bin dann über Ulm nach Konstanz geradelt. Es war ein unwahrscheinlich schönes Gefühl, als ich über die Schwäbische Alb geradelt bin und zum ersten Mal diese Jakobsmuschel gesehen habe. Die hat mir gezeigt, ich bin auf dem richtigen Weg. Und es sind ganz tolle Wege, die man da entlang radelt oder fährt oder läuft, die, wie Sie jetzt sehen, an dem Maisfeld entlang. Und das Tolle an den Bildern ist der Weg. Der Weg ist ausgeschildert. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Er führt mich weiter zu dem Ziel, das man vor Augen hat. Irgendwann mal Santiago de Compostela. Aber ich bin frei in meiner Tagesgestaltung. Ich kann einfach den Tag für mich gestalten. Das Programm ist klar, ich bin Fahrradfahrer, egal wie das Wetter ist. Und dann muss ich mich einfach so, wie es gerade läuft, bewegen. Das ist meine Aufgabe heute und nicht in die Der zweite Etappe war dann der Schwaben, also ich habe das alles im Stück gemacht, das waren 13 Tage, aber das ist so ein bisschen aufgeteilt, das ist der Schwabenweg, so heißt der Weg, weil da viele Schwaben nach Einsiedeln gelaufen sind, früher schon im Mittelalter. Und da bin ich dann von Konstanzer Jugendherberge losgeradelt und wenn ich keine Lust hatte auf Jugendherberge, weil ich lieber allein sein wollte, habe mein Zelt aufgebaut und einfach mir eine Wiese ausgesucht in der Nähe von einem Bach. Und dann war ich glücklich, weil mehr braucht man nicht als Pilger, wenn man alles dabei hat. Man kann natürlich auch die vielen Pilgerherbergen aufsuchen. Ich war dann bei der Familie Gaffner im 3. Obergeschoss, ganz unterm Dach, Juhe, ohne Verkleidung, ganz romantisch war das. Zum Duschen konnte man ganz weit runtersteigen zu der Familie in die eigene Familienbad. Und es war auf fast billig. Und das sind ein paar Eindrücke von dem Weg. Den Weg, den man hier vorfindet, der diese Runde sehr ausgeschildert ist. Da wird auch gewarnt, dass der Fahrradfahrer runterfallen kann. Oder der Weg kann natürlich auch durch die grüne Hölle gehen. Das war wirklich original. Ich war plötzlich so in diesem Gestrüpp gelandet. Oder halt hier so ein. Ich bin den Wanderweg meistens gefahren mit meinem Mountainbike, also wirklich, dann geht es eine Treppen rauf oder eine steile Passage oder eben nur ein schöner, toller, mieser Weg. Ich bin hier durch die ganze Schweiz durchgeradelt und habe auch treue Begleiter, das sind immer Kapellen, Kirchen. Das sind Punkte, wo ich ganz gerne reingegangen bin, meinen Stempel besorgt habe, dass mein Pass voll wird. Und auch immer so 10 Minuten Pause und Ruhe genossen habe und einfach dann zu mir gekommen. Von Einsiedeln geht es weiter an den schönen den Schweizer Zentralschweizer Seen entlang. Und ab Fribourg ist es dann die französische Schweiz. Und dann bin ich über Lausanne nach Genf geradelt. Die Schweiz ist einfach schön. Und das konnte ich jeden Tag erleben. Es ist tolle Natur, tolle Landschaft. Und ich habe da einfach den Tag für mich gestaltet.
Und wenn ich Lust hatte, habe ich unseren Wiesauszug und habe dann Mittagsschlaf gemacht und ansonsten Käse gegessen und was eben die Schweizer so Gutes haben. Und ich habe es einfach genossen, allein zu sein. Ich musste nach niemand schauen. Ich habe es gesehen, ich bin selbstständig. Das hat mich keiner anrufen können, weil ich habe ein Prepaid-Handy dabei gehabt und war einfach abgeschlossen und nur für mich verantwortlich. Begegnungen gibt es auch beim Pilgern. Ich war kurz vor Lausanne und fragte nach dem Weg, wo geht's denn hier hin? Zum Jakobsweg. Er sagte, eigentlich hier oben ist besser. Aber mit dem Fahrrad ist besser, wenn du unten auf der Straße fährst. Musst du eigentlich nach Lausanne? Du kannst bei mir heute Abend übernachten und wir haben Käsefondue gehabt in der Schweizer, mit den Schweizer Bergen im Hintergrund. Begegnungen waren auch, ich war in Meiringen, Hasliberg, wo wir immer zum Skifahren gehen und dann habe ich im Zehlbad Nimheim übernachtet. Oder ich habe Mitpilger getroffen von der Schweizer Armee. Und bin mit denen so 10 Kilometer geraten bis zu ihrer nächsten Kaserne. Wie geht's weiter? Eines Tages, vielleicht auch morgen, egal, wenn ich will, bin ich ruckzuck im Zug und dann geht's wieder weiter über Frankreich bis zu den Pyrenäen und vielleicht auch noch weiter. Dieser Weg hat mir gut getan, er wird bald fortgesetzt. Und er freut sich auf jeden von Ihnen, der vielleicht auch mal drauf geht. Herzlichen Dank.